Hohe Kosten für Materialien und Energie, gedrosseltes Konsumverhalten, eine ungewisse Zukunft. Die Unsicherheit in der südbrandenburgischen Wirtschaft ist groß. Die IHK Cottbus hat in ihrer neuen Konjunkturumfrage 2100 Unternehmen nach der aktuellen Stimmung befragt. Angesprochen auf die aktuelle Geschäftslage scheint es keine großen Veränderungen zu geben. 84% sagen, dass die Geschäfte gut oder zumindest unverändert laufen. Sorgen bereitet hingegen das, was kommt. 41% gehen in der Zukunft von schlechteren Geschäften aus, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Sorgen, die sich durch alle Branchen ziehen. Die Industrie hat große Probleme, gerade was Materialengpässe betrifft. Und es fehlen auch Fachkräfte. Genau das gleiche Bild im Baugewerbe. Auch hier haben die Unternehmen große Schwierigkeiten, genügend Material zu bekommen. Dann die Riesenpreisentwicklung für Rohstoffe, für Energie, das natürlich auch die Kosten hochtreibt bei den Unternehmen. Im Baubereich haben wir auch das Problem, dass weiterhin Personal fehlt. Manche Aufträge müssen direkt abgelehnt werden, weil einfach die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Und im Handel haben wir das riesengroße Problem, dass durch die Inflationsrate, die hohe, die wir im Moment haben, also dass die Mieten steigen, dass die Energiepreise steigen, die Spritkosten steigen, dass damit natürlich weniger Geld übrig bleibt für den Einkauf. Und das bekommen natürlich vor allem die Händler dann zu spüren. Unternehmen haben nach den Corona-Lockerungen auf bessere Zeiten gehofft. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Stimmung nach einer kurzen Erholung aber wieder gebremst. Wie lange es so bleiben wird, ist nicht abzusehen. Es gibt keine schnellen Lösungen, es gibt jetzt auch keine schnellen Maßnahmen. Das, was die Bundesregierung versucht, ist ja insgesamt zu einer Dämpfung des Preisanstieges bei den Energiekosten zu kommen. Das ist im Interesse auch unserer Unternehmen, das ist aber auch im Interesse natürlich der Verbraucher, das muss man an der Stelle sagen. Was auch den Unternehmen im Augenblick hilft, ist, wenn beispielsweise kommunale Auftraggeber Preisgleitklauseln vereinbaren würden, sodass dann auch bei gestiegenen Materialkosten diese dann an die Auftraggeber, sprich an die Kommunen, weitergegeben werden können. Aber hier gibt es noch schwierige Gespräche und Verhandlungen. Die Situation trifft alle Branchen deutschlandweit. Wolfgang Krüger sieht speziell die Lausitz allerdings in einer brenzligen Lage. Die geplanten Strukturwandelmaßnahmen werden sich nämlich verzögern. Das macht es für die Unternehmen halt so schwer zu kalkulieren, wie sie sozusagen jetzt in die nächsten Jahre gehen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Für 2038 ist durch die Kohlekommission beschlossen worden, der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in Deutschland. Wir brauchen aber jetzt aufgrund sozusagen des Umstellens und sich des Ablösens von Energielieferungen aus Russland, brauchen wir, um die Versorgungssicherheit zu garantieren, brauchen wir längere Zeiten. Möglicherweise werden wir auch noch über 2038 hinaus Braunkohle verstromen müssen. Die Unternehmen selbst haben sich auf andere Zeitabläufe eingestellt. Das alles muss jetzt wieder neu umgestellt werden. Und das macht es eben halt so schwierig für die Unternehmen und Unternehmer zu kalkulieren, wie jetzt die nächsten Schritte in der Zukunft verlaufen werden. Die Lage sei jedoch noch beherrschbar. Sorgen mache man sich in der IHK Cottbus nicht. Unter den Unternehmerinnen und Unternehmern werden sie aber zumindest vorerst nicht kleiner werden.